So, Mittwochabend, 19:45 Uhr. Habe eben meinen Vlog hochgeladen und dann die Bestellung gepackt, die ich am Ende erwähnt hatte. 20 von diesen Minifiguren-Plates. Einmal von den Muppets der Fozzie-Bär, von den CMF hier das Karottenmännchen, nenne ich es mal. Einmal die Mulan. Dann Jimmy the Cricket oder wie er heißt, von Pinocchio, von den CMFs hier diese Ritterin. Dann noch ein Ritter von den Löwenrittern, oder auch eine Ritterin von den Löwenrittern, die ich letztens zusammengestellt habe. Einmal hier der in dem Truthahn-Kostüm, da war ja diese gelbe Minifiguren-Serie aus der gleichen, wo auch hier, das kam, ich glaube, 21, 22, will ich mich nicht drauf festlegen. Und ein Astronautenbaby und 30 von den Brick Modifieds. Ja, vielen Dank für die Bestellung. Ich muss gleich schon meinen Sohnemann vom Sport abholen, deswegen werde ich da gar nicht mehr so viel schaffen jetzt. Aber mal sehen, ob ich noch was gebacken kriege. Jep, Donnerstag, 16:51 Uhr. Wisst ihr, was das heißt? Wisst ihr, was das heißt? Wisst ihr natürlich nicht, aber ich weiß es. Das heißt nämlich, dass ich noch morgen arbeiten muss und Montag ganz kurz zu einer Teambesprechung. Dann habe ich Urlaub. Ist der Wahnsinn. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, weil ich alleine bin, kriege ich das Ding eigentlich hier auf so einem Lego-Plate gesteckt. Ich habe hier noch so ein paar Teile, die übrig sind aus letzten Part-Outs oder was auch immer, warum auch immer die hier liegen. Eine 16x16 Plate, zwei von diesen Minifiguren-Plates. Kriege ich den hier drauf? Ne, geht tatsächlich nicht, aber ist ja nicht schlimm. Und vor allem diese ganzen Videoteils. Und jetzt habe ich gerade ein Video zu Brickstore gemacht, was ich gerade am Hochladen bin. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, ich schreibe jetzt ganz viel in Caps, damit es einfach eindringlicher ist. Ja, warum nicht? Und diese Becher stehen ja schon seit Monaten bei mir, wirklich seit Monaten. Und dafür werde ich jetzt eine Datei machen. Das bringt mich zwar noch nicht auf die 200.000. Mit anderen Sachen, irgendwie eine Polybag ausparten oder so, würde ich das schaffen. Aber die Becher müssen jetzt endlich mal wieder frei sein. Zumindest fange ich jetzt mit Dark Türkis an. Und Gott, ich wollte es eigentlich in einem Haul-Video auspacken, aber ich mache es ja jetzt schon mal. Der liebe Kollege, ich werde es in einem Haul-Video auch noch mal zeigen. Oh Gott, ist das schwer. Rums. Von Shop 0815 hat mir was aus den USA mitgebracht. Ist das nicht lieb? Und zwar einmal aufschneiden. Erstmal einen Karton, den ich wieder verwenden kann. Und ach, ist das nicht ein Traum? Ist das nicht lieb von ihm? Also Jörg, wenn du das hier siehst, schon mal vielen Dank. Ich werde jetzt eine mir schon mal für das Sortieren hier nehmen. Und werde es aber im Haul-Video auch nochmal erwähnen. Also ich freue mich da wahnsinnig drüber, weil da haben wir nämlich den riesen Vorteil, weswegen ich den Trichterschalen gerne wollte. Ich arbeite ja im Moment mit diesen Malerschalen hier ohne Trichter. Und nur mal so als Beispiel, es geht auch, also ich kann die Dinger hier sortieren, aber sie dann zurückzukippen, ihr seht das hier, ist natürlich ein bisschen, naja. Und mit diesen Trichterschalen ist es einfach wesentlich angenehmer. Da geht dann nichts mehr daneben. Und ich wollte sie unbedingt haben. Jetzt habe ich zwei Stück dank ihm. Also nochmal vielen Dank, mein Lieber. Es hat nämlich noch ein netter Kunde, Schrägstrich Zuschauer, angeschrieben. Oh, da kommen meine Kinder gerade wieder. Vielleicht wird dann doch nichts hochgeladen. Aber es hatte mich ein netter Kunde, Schrägstrich Zuschauer, auch noch angeschrieben, der sagte, er könnte von solchen Trichterschalen auch noch mal welche drucken. Da werde ich auch noch mal mit ihm reden. Vielleicht ist das auch noch mal was für mich, weil ich sag mal, zwei sind echt gut und ich freue mich wahnsinnig. Aber wenn man dann noch andere drucken kann, vielleicht findet man da ja was gut für mich ist. Aber die wollte ich haben, alleine schon wegen meinem Vorbild hier, Pops Blogshop, wo ich ja gerne gucke, den die ja immer benutzt. Und jetzt habe ich so, da kommen Oskar und Josh. Also ich glaube, das Sortieren, er tut mir leid, liebe Videoteils, aber ihr werdet niemals bearbeitet werden. Schade, schade, schade. So, ich habe jetzt zumindest die beiden Teils, die ich hier hatte, verteilt. Habe die Light Aqua Plate verteilt
und ein paar von den orangenen Bits hatte ich schon. Ich wollte euch jetzt noch einmal zeigen, wer mir hier diese tollen Sortierschalen geschickt hat. Einfach nur mal seinen Store einmal zeigen. Ich habe ihn auch schon als Favorite Stores gesetzt, aber nur damit ihr das mal wisst, ihr könnt auf Market gehen, könnt auf Stores in Germany gehen und wenn ihr dann mal hört, hier jemanden, der hat was Besonderes für die Community, für mich oder gemacht oder ihr sagt so, ah, den Namen habe ich mal gelesen, ihr könnt dann einfach mit Steuerung F suchen und er heißt Shop 0815, ist hier und der Liebe von Shop 0815 hat mir die beiden Easy Sorter aus den USA mitgebracht. Und toller Store, 9000 Lots hat er, über 1000 Minifiguren, 217.000 Items und ja, die Jungs streiten sich, aber genau, das sind dann jetzt die neuen Sachen und ich finde die Dinger toll, die wollte ich gerne haben. Nochmal vielen Dank, mein Lieber. Und wo war ich denn? Genau, diesen kleinen Upload habe ich es einfach zwischendurch gemacht. Ich hatte eben noch Kartoffeln geschält und alles. Das wird jetzt kein Betrag von Welt sein. 7 Euro für die 27 Items, aber ich habe wenigstens einen, der Becher leer gemacht und die Sachen, die hier noch so lose rumlagen, habe ich auch weg und es sind immerhin ja ein paar neue Lots dabei und das zählt ja auch. Zack, 6 neue Lots, genau, synchronisiere ich jetzt auf Brick All rüber und die sind in A2307 gelandet. Das ist hier unten und das meinte ich, wie jetzt sitze ich hier dann meistens und ich kann dann die Sachen, die unten sind, auch sehr gut im Sitzen verarbeiten. Ich stehe ja nicht die ganze Zeit, das Stehen mache ich tatsächlich meistens, wenn ich mal einen Livestream oder so mache. Hier darf ich nicht vergessen, dass die Schubladen noch leer sind und bei dem 17er habe ich auch noch ein paar leere Schubladen und ich glaube bei dem 18er, nee, bei dem 18er bin ich tatsächlich bis unten voll. Ja. Aber hier sind halt, wie hier zum Beispiel, immer freie Schubladen zwischen, weil die Jungs einfach, da ist auch noch was frei. Aber wenn ich die offen stehen lasse und die Jungs kommen dran, die machen die einfach, da ist noch eine leere, drücken die wieder rein. Da ist auch noch ein Fach frei. Aber das kann ich jetzt auch wieder aufmachen, sobald einer von den Rabauken kommt, sind die gleich eh wieder zu. So, jetzt haben wir 19.34 Uhr und ich habe jetzt die ganzen Videoteils einmal sortiert, habe mir dann den Bestand rübergeholt und werde die dann jetzt so verteilen, wie ich sie habe. Das heißt, ich habe jetzt nach Remark sortiert, die sind in L0402 und die bringe ich dann jetzt nach und nach verteile. Es sind immerhin 96 Teils, 55 Lots, wovon die 14 neu waren. Also definitiv nicht schlecht und ich habe es endlich aus dem Weg, nachdem ich es Monate vor mir hergeschoben habe. Jawohl, dann haben wir jetzt hier den Massenupload fertig gemacht und ja, einige Teils sind noch neu dazugekommen. Ich habe jetzt alle leer, das heißt, es sind wirklich alle verteilt und außer mal aus dem gebrauchten Konvolut vielleicht werde ich dann wohl kaum noch an Videoteils kommen, also die letzten, die ich hochlade. 96 Items, 55 Lots, 16,09 € immerhin. Und von den Lots, wie gesagt, waren ja immerhin die 14 neu. Und die kommen jetzt hier rein. Da ist es dann auch, werde ich nicht für jedes Lot eine eigene Schublade anpacken, sondern da habe ich immer so ein paar verteilt von 23,01 bis 23,07 sind die so ein bisschen in die Fächer verteilt. Und genau, jetzt synchronisieren und dann denke ich, werde ich heute Abend sogar noch was ausparten, weil wir ja wirklich noch sehr, sehr früh haben. Und wir wollen uns ja auch so langsam Richtung die 700.000 vorarbeiten. Und da würden jetzt noch 500 Items für fehlen. Vielleicht mache ich das Bettmobil. Oder vielleicht hilft meine Frau mir auch und wir machen die Blumen und das Bettmobil. Wir müssen mal gucken. Es wird sicherlich noch was zu finden sein. So, Freitagabend, 21.13 Uhr, heute geliefert, heute ausgepartet, 5x diese 76279, Anleitungen haben wir schon alle gescannt, da sind die Teile und das sind immerhin, der Stand jetzt 1185 Parts, ich werde mir jetzt gleich die Remarks rüberholen, ich denke, ich werde jede der Figuren viermal anbieten und mir einmal zurücklegen. Vielleicht lege ich es auch zweimal zurück. Ich überlege mir das gleich noch. Und ja, dann würde ich sagen,
legen wir los, laden das hoch und die 1100 irgendwas Teile sollten dann auch reichen, um auf meine 200.000 Parts zu kommen, weil ich jetzt auch seit 2-3 Tagen wieder sehr wenig Bestellungen habe. Das ist ja immer ein ewiges Auf und Ab, aber dann seht ihr auch mal, ich erwähne es jetzt immer mal zwischendurch, dass es auch bei mir so ist, dass die Bestellungen nicht permanent und dauerhaft kommen. Das ist einfach, bei mir sind auch Pausen drin. So, alle Teile einsortiert, 22 Uhr, wieder ein bisschen L-Magazin leergeräumt und das sind jetzt 214 Euro, bezahlt habe ich ziemlich genau 100 Euro. Ich habe allerdings von dem Venom Green Goblin habe ich 3 Figuren zurückgelegt, von dem Spider-Man 2 und von der Spider-Gwen Ghost Spider auch 2 Stück. Ja, also 7 Figuren, die ich zurückgelegt habe. Und ja, das ist einfach, weiß ich auch nicht. Kann ja nicht schaden, die sich zurückzulegen. Ich bin ja immer noch im Überlegen, ob ich irgendwann den eBay Store machen möchte oder nicht. Auf jeden Fall werden die Teile jetzt hochgeladen. Und ohne die 7 Figuren trotzdem noch ein Part Out Value von mehr als das Doppelte. Also das ist absolut in Ordnung, den Einsatz mehr als verdoppeln. Und 1178 Items. Neue Lots hatte ich noch nicht erwähnt, waren immerhin 40. Das ist auch gar nicht so übel. Und damit ist es dann jetzt wirklich endlich soweit. Wir haben 7915 Lots und haben 200.745 Items. Das erste Mal die 200.000 geknackt. Mal sehen, wie lange wir da bleiben. Ich freue mich natürlich über Bestellungen, bin aber jetzt natürlich motiviert, über dieser Marke drüber zu bleiben. Und es ist ja noch genug zum Ausparten da. Ich synchronisiere natürlich direkt. Und ja, dann schauen wir mal, wie lange wir uns über den 200.000 halten oder ob ich nochmal runterdrop. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, jetzt haben wir Samstagmorgen, 11 Uhr. Gestern noch gefeiert, dass wir 200.000 hatten. Jetzt kamen 3 Bestellungen, wir sind schon wieder runter. Eine, vielleicht 2 der Bestellungen werde ich jetzt auf jeden Fall noch packen. Wir sind heute auf den Geburtstag noch eingeladen. Und die erste Bestellung, die ich jetzt packen wollte, hat 128 Lots. Das ist für das, was in den letzten Wochen kam, sogar eine relativ lotmäßig große Bestellung, wie ich finde. Und deswegen packe ich die jetzt schon mal eben, weil ich gerade die Zeit habe. Ich war gerade mit Oscar, Joshua und Leon oben auf dem Dachboden. Wir haben ein bisschen an unserer Stadt experimentiert und die Unterkonstruktion für eine Hügellandschaft gebaut. Der Plan ist so ein bisschen, wir haben jetzt, oben ist ein anderes Layout, als wir unten hatten. Wir haben jetzt gerade links oder in der Mitte haben wir eine Stadt aufgebaut. Dann führen da die Gleise so rum. Rechts von der Stadt soll ein Museum kommen, mit natürlich mit dem modularen Museum von Lego. Drumherum noch so ein bisschen Ausstellungsstücke bauen. Und dann geht es nach rechts, kommt eine Hügellandschaft, wofür wir jetzt die Unterkonstruktion gebaut haben. Und von der Hügellandschaft soll ein kleiner Felsberg entstehen. Durch den Felsberg soll ein kleiner, schmaler Tunnel für Minifiguren entstehen. Und hinter dem Felsberg kommt dann der Strand und das Meer. Das war zumindest das, was sich Leon für da gewünscht hat. Wir verzweifeln immer noch so ein bisschen an den diversen Bautechniken, die es für Bergkonstruktionen gibt. Da müssen wir einfach zugeben, dass wir nicht die besten Lego-Bauer der Welt sind. Aber das ist ja nicht schlimm. Wir haben auf jeden Fall Spaß dabei. Und ja, ich mache mir jetzt noch einen Kaffee. Die Jungs sind jetzt im Wohnzimmer am Spielen. Ich glaube, jetzt ist gerade anstatt Lego mal wieder Holzeisenbahn aktuell. Aber ist ja auch okay. Und ja, dann legen wir hier einfach mal los. Ja, da ist der erste Teil der Bestellung. Und ja, weil das jetzt doch ja von den Lotzahlen her ein bisschen größer ist, werde ich jetzt zumindest zu Beginn gar nicht so viel einschweißen, sondern auch wieder Zipbeutel benutzen. Ich habe ja, wie gesagt, heute noch eine kleine Geburtstagsfeier vor mir. Und deswegen wird dann diese Bestellung ein bisschen mehr in Zipbeutel gepackt, als ich es normalerweise mache. Ich hatte mir dafür extra welche bestellt. Auch die kann man ja wiederverwerten. Und es ist halt einfach nur für mich jetzt auch wichtig, dass ich ein bisschen Zeit spare, gerade wenn so Tage sind, wo so viele Bestellungen sind. Letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende hat man den einen Tag, glaube ich, 10, 11, 12 Bestellungen. Und da kann ich nicht immer alles einschweißen, so sehr ich das Ding auch mag. Und auch wenn ich Papiertüten damit einschweißen kann, zwischendurch muss man einfach ein bisschen Zeit sparen. Jetzt gerade mit der Trichterschale hier, die ich ja vom Kollegen von Shop 085, so habe ich ja gesagt, liked den Store mal schön, echt nette Aktion von ihm.
bekommen habe, geht das ja auch ziemlich schnell. Das wird auch als Paket versendet. Ich werde mir jetzt gleich schon mal einen Karton hier hinstellen oder beziehungsweise eine meiner IKEA-Schalen nehmen, damit kein Suppbeutel verloren geht. Werde dann da die Bestellung nach und nach sammeln. So, nach kleiner Pause im Garten, Runde 2. Und was ich gerne mache, ist mit diesen Papiertüten, weil die mache ich nicht so gerne, dass ich die in Kammern unterteile. Aber was natürlich sehr gut ist, ist, ich versuche das jetzt mal mit Kamera festhalten, große Platten, also Lots, die leicht zu sortieren sind. Klappt natürlich auch wunderbar, aber dafür habe ich ja diese Trichter. Also ich habe ja hier diese, ja, wie kriegen wir das jetzt am besten hin? So. Das sind alles Platten, die sind, finde ich, leicht zu sortieren und die kann man dann schön in diese Folie reinmachen. Und auch diese Papiertüten lassen sich wunderbar hier mit dem Folienschweißer verschließen. Das ist also ein bisschen blöd. Leuchtet dann einmal kurz und dann, zack, wie ihr seht, ist sie hier richtig verschlossen. Kann nichts rausfallen. Dann hat man da die Platten drin und das macht wirklich Sinn, die Dinge auch zu recyceln. Ich hebe nicht alle davon auf, weil ich jetzt auch mehr, wenn ich Zeitdruck habe, mit Zipbeuteln arbeite. Aber ein paar davon benutze ich definitiv auch noch. So, die neuen Lots sind alle eingepackt. Ein paar Lots habe ich dann doch nochmal in Tüten recycelt und eingeschweißt mit 2, 3 oder 4 Kammern. Genau, und jetzt haben wir nur noch ein paar gebrauchte Lots. Und auch da sind natürlich die Easy Sorter. Das war ja das, was ich immer erwähnt hatte. Deswegen finde ich die auch so gut. Bei mir ist es ja immer so, ich habe eine Seite draufstehen, hole mir das gebrauchte Magazin raus. Das erste Teil ist in U0114. Und klar, das finde ich jetzt so. Aber wenn ich jetzt auskippen müsste, um zu suchen, ihr wisst ja, wie ich das meine, ich könnte dann die Schublade hier leeren. Könnte vernünftig mir das Teil suchen, was ich brauche. Und wenn ich fertig bin, über den Trichter natürlich wesentlich verlustfreier die Sachen wieder zurückfüllen, was ja für mein gebrauchtes System wirklich tipptopp ist. Genau, und die nächsten Lots von den gebrauchten sind in 42, 45 und 56. Also sind die alle in 41 bis 60. Dann hole ich mir wieder eben den Kasten mit einer Hand raus. Und aus 42 brauchen wir 2 Arches. Und das ist dann klar. Für sowas kippe ich die jetzt nicht extra aus, auch wenn ich es gerne präsentieren würde. Aber hier sind im Moment meine gebrauchten Schubladen so leer, weil ich ja so lange nichts mehr hochgeladen habe, dass man die Teile tatsächlich ohne großes Suchen finden kann. Wobei hier jetzt ist was im Weg. Da kann man schon wieder machen. Wir brauchen 4 schwarze Slopes aus dem Fach. 1, 2, 3 und 4. So. Und den Rest kann ich dann ganz einfach wieder über den Trichter zurückpacken. Und ja, das wird mir noch auf jeden Fall in Zukunft eine Menge Freude bereiten. Und nochmal, ja, vielen Dank, mein Lieber. Ich lasse ja den Store von dir auch noch ein, zwei Videos unten drunter verlinkt als Dankeschön. Wie gesagt, wenn ihr mögt, setzt ihn mal gerne als Favorite. Er hat auf jeden Fall noch einen größeren Store als ich, aber ich arbeite daran aufzuholen, wobei bei mir die Zeit so knapp ist. Ich weiß, es ist eine schwache Ausrede, aber da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich wirklich da noch aufholen kann. 02, 05 haben wir auch noch 2. Ja, und ihr seht hier, also meine gebrauchten Schubladen, die waren mal alle fast randvoll, aber ja, mittlerweile ist hier nicht mehr viel los. Ich muss echt mal wieder an Gebrauchten arbeiten. Das ist Dark Gray, kennt man vielleicht. So. Genau, wenn man die hier so direkt nebeneinander hält. Na, das ist auch Dark Gray, ist natürlich ein blödes Beispiel, wenn man Dark Gray gegen eine Dark Gray Plate hält. Aber hier, wenn ich die so direkt aufeinander halte, erkennt man schon dieses Blauschimmer, dieses vom Dark Bluish Gray, was unten der Arch hat, der fehlt bei dem oberen Teil. Das ist matter, nenne ich es mal. Das ist das alte Dark Gray. Oben die Jungs machen wieder Randale, aber jetzt die letzten beiden Lots packe ich dann ohne euch. Das sind hier 2 uninteressante Teile. Danke für die Bestellung. Wird als Paket verschickt, sollte dann relativ zügig am Anfang der Woche ankommen, falls du die Videos schaust.
Und ja, dann gucken wir mal, wie viel wir dieses Wochenende noch schaffen. Ja. Mittlerweile haben wir 13.30 Uhr und ich habe jetzt nochmal gedacht, eine Bestellung kam mit nur einer Minifigur. Die packe ich noch schnell zusammen. Das ist hier diese Jordana aus den Ninjago-Sets, die ich letztens gemacht habe. Und die macht sich alleine auf den Weg. Und auch da, vielen Dank. Und ja, auch die kleinen Bestellungen sind die schönen. Und die geht ja sogar wirklich schnell zu packen. Und damit ihr einmal seht, wie die aufgebaut aussieht. Das ist die Jute. Schon eine ziemlich coole Figur. Vor allem das Haarteil gefällt mir wirklich. Das ist ziemlich cool. Jetzt habe ich überlegt, packe ich noch eine Bestellung vom Nikolas. Und der hat geschrieben, hey, ich verfolge deinen YouTube-Kanal regelmäßig, finde deine Videos klasse, mach bitte weiter so. Das ist eine meiner beiden ersten Bestellungen. Vielleicht kommen ja noch mehr. Ja, das würde man mich natürlich sehr freuen. Er hat natürlich jetzt nur einmal bei mir bestellt. Was er damit meint, ist wahrscheinlich, dass er noch zeitgleich in einem anderen Store bestellt hat, was ich ja super finde. Allgemein ist ja auch eins der Ziele vom Kanal, neben Werbung für meinen Store zu machen, auch überhaupt mal die Leute auf Bricklink aufmerksam zu machen. Und ich habe gerade schon ein paar Lots eingepackt und kann ja ein bisschen noch mitnehmen. Das hier einmal von, nicht von Ninjago, von Dream. Hier so einen kleinen Grimspawn mit den Flügeln bestellt. Sind auch coole Figuren, finde ich klasse. Also Dream Sets mag ich eigentlich auch. Dann hier so ein paar Hauses und diese Hebel. Und jetzt gehen wir nochmal hier einmal rüber. Auch mit dem Wagen finde ich immer noch ziemlich cool. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, dass ich den so habe. Dann haben wir hier zweimal diese Wedges, hat er noch mitbestellt. Also eine sehr kleine Bestellung, aber das ist ja auch in Ordnung. Und gerade auch wenn man neu auf so einer Webseite ist, kann man sich ja auch erstmal ausprobieren und einmal gucken, was es überhaupt so gibt und wie das funktioniert. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn hier? Ich kann ja einmal runterscrollen. Sie ist nicht klein, sie ist aber nicht riesig. 13 Lots, 30 Items. Also eine gute Bestellung. Oh, das Lot kauft er mir aus. Das heißt, hier habe ich wieder eine Schublade frei für weitere Part-Outs. Ihr habt mich ja wieder unter die 200.000 geboxt. Und da muss ich natürlich gleich nochmal dran arbeiten, dass ich da wieder drüber komme. Weil da haben wir natürlich Ziele, die Pizzadinger, da habe ich noch ein paar mehr von, da hat er nur zwei Stück von genommen. So. Ja, und jetzt packe ich noch eben, das haben wir da, 5 Lots noch, aber die sind gleich in Gebrauchtkisten und so, sonst wird der Vlog wieder so lang. Aber danke, danke, danke für deine Bestellung. Bringe ich gleich noch zur Post. So, jetzt haben wir Sonntagmorgen, 21:45. Ich habe gerade mein Video vorbereitet mit den Materialien, die ich hier im Store benutze. Und habe jetzt gedacht, kann ich ja wenigstens schon mal eins der beiden Sets hochladen, die ich gestern Abend ausgepartet habe, nämlich die 40.593 und die 76.224. Also da und da eine Menge Steine, dass wir wieder über 200.000 kommen sollten. Die 900, die diese Sets hier dreimal bringen, reichen uns schon, um wieder auf die 200.000 zu kommen. Und dann dreimal das Batman-Set dazu. Muss ich kurz überlegen, habe ich es dreimal genommen? Ja, habe ich. Wenn die Steine dreimal vorkommen, muss das wohl so sein. Und wie gesagt, das sind 900 Items. Die sortiere ich jetzt zuerst rein. Und da wir, gehen wir mal gucken, da lädt noch das Video mit den Tools gerade hoch, beziehungsweise wird verarbeitet. Wir sind auf, hab's schon wieder vergessen, 199.587. Das heißt, wir kommen wieder über 200.000. So, jetzt haben wir 11 Uhr. Ich muss jetzt gleich zu einem kurzen Bereitschaftseinsatz. Nichts Dramatisches, aber muss getan werden. Das GWP ist fertig verteilt. Wir sind jetzt da oben schon wieder. Die ersten zwei Reihen fast gefüllt. Die A-Magazine sind so gut wie alle gefüllt, beziehungsweise ich habe da ja kaum noch Trenner für. Also muss ich die SD-Magazine jetzt benutzen fürs Batman-Set. Also überlege ich, bevor ich das einstelle, dass ich nachher noch das SD-11-Magazin schon mal beschrifte. Und ich konnte wieder ein paar aus den roten Magazinen rausholen. Und es sind 900 Items, 197 Lots, 74,20 € war das Passport-Value. Und es waren immerhin 33 neue Lots. Die notify ich natürlich sofort. Und damit sind wir dann jetzt wieder im Store. 7.900 Lots und 200.469 Items.
Also da sind wir wieder hoch, das ist natürlich gut. Und wenn das Batman-Set kommt, habe ich auch erstmal einen Vorsprung vor den nächsten Bestellungen. Die kommen zumindest voraussichtlich, wenn jetzt nicht überraschend eine sehr, sehr große reinkommt. Ja, jetzt wollte ich dreimal Batman einstellen, die 1350 Items. Das sind 56 neue Lots, deswegen werde ich trotzdem erst noch ein Magazin neu beschriften, sonst kriege ich das alles gar nicht unter. So, das Batmobil am Ost konnte ich jetzt hochgeladen. Er hat mir fleißig geholfen. Ich habe vom Batman biete ich jetzt 2 auf Bricklink an. Vom Joker biete ich nur 1 auf Bricklink an. Die anderen lege ich mir zurück. Sticker, den Bogen finde ich nicht so interessant. Werde ich alle anbieten. Aber gerade bei dem Joker, weil der exklusiv in dem Set ist, gehe ich einfach davon aus, der nimmt mir keinen Platz weg, wenn ich mir 2 davon zurücklege. Und vermutlich wird der in 12 bis 24 Monaten nochmal 2-3 Euro mehr wert sein. Ich bin jetzt nicht darauf angewiesen, sofort alle 3 zu verkaufen. Ich komme ja gut klar im Moment, sagen wir es mal so. Genau, ansonsten ist das ja eine Menge schwarz. Das war ja das, wofür ich das gekauft hatte. Hat tatsächlich wenig Spaß gemacht auszuparken, einfach weil es viele Lots hatte und das Schwarz auf Schwarz ist ein bisschen unangenehm. Nichtsdestotrotz sind 1347 Items, 190 Euro oder 189,48 Euro. Aber nicht zu vergessen, von den 6 Figuren, die ich ausgepartet habe, habe ich nur die Hälfte der Figuren angeboten. Und gekauft habe ich die ja damals bei Lego für ungefähr 30 Euro das Stück. Also ein bisschen mehr als 30, sagen wir mal für 100 Euro gekauft. Also ein Part-Out-Value von ungefähr 2,0 ungefähr. Ist auf jeden Fall in Ordnung, nicht überragend, aber 56 neue Lots ist gut und halt viel Schwarz, was ich in letzter Zeit viel verkauft habe. Und vor allem haben wir jetzt einen kleinen Vorsprung, wir sind jetzt auf 201.816. Ja, und ich werde wahrscheinlich jetzt gleich noch was ausparten, eine Kleinigkeit oder gebrauchte Sachen sortieren. Ich bin mir noch nicht sicher, ich muss mal gucken. So, nachdem wir dann jetzt ja gute, ein bisschen mehr als 2000 Teile neu hochgeladen haben, wollte ich gar nicht so viel sortieren. Natürlich sortieren kann ich ja auch ein bisschen, aber erstmal das Ganze vorsortierte, soweit in die Schubladen sammeln. Wie gesagt, hatte ich ja letztens schon erwähnt, die Teile, die ich hier reinlege, muss ich mal Etiketten ausdrucken. Ein paar Bracket-Etiketten habe ich schon gemacht. Ich glaube, für Brackets habe ich auch noch nichts, aber ich sehe auch gerade, ich habe hier auch gar kein freies Magazin mehr. Die sind jetzt schon alle beschriftet. Das heißt, ich muss definitiv nochmal ein, zwei rote Magazine oben leer machen, was aber ja gar kein Problem ist. Trotzdem wollt ihr zumindest hier schon mal die Tüten aussortieren, soweit ich das kann. Weil dann habe ich schon mal hier wieder 2 Kisten mehr frei, die ich ja auch definitiv gut gebrauchen kann immer wieder. Die erste Tüte, die ich schon mal damals vorsortiert hatte, ist leer. Die sammle ich jetzt erstmal hier wieder in den Schubladenschrank. Und ich habe die 3026 und die 3026 und die Corner Plates habe ich sortiert, die 2420. Und da hatte ich ja schon 2 Stück drin, way, aber dann seht ihr hier jetzt, da war schon ordentlich was vorsortiert. Und da können wir jetzt schon bei den 1x2 Plates, kann ich glaube ich, getrost noch ein zweites Fach dazu nehmen. Ich habe jetzt natürlich in dem Magazin hier keinen Platz mehr frei, aber dann kommt hier oben halt eine Ecke noch hin, wo ich dann auch noch 1x2 Plates rein tue und dann warte ich jetzt noch, bis ich beide voll habe und dann werde ich die nach Farbe sortieren und dann gibt es einen dicken Upload. Die stelle ich jetzt hier eben drauf, weil ich jetzt kein Etikett hier unten habe. Ich werfe den P-Touch natürlich nicht hin und her oder trage den hin und her. Aber das ist ja kein Problem. Ja gut, und Cornerplates haben sich noch nicht so viele angesammelt. Und Cornerplates sind auch nicht so häufig wie die 1x2er. Da werde ich definitiv bei einer Schublade bleiben. Und wenn die voll ist, wird das sortiert. Und ja, auf geht's an die nächsten. Hier haben wir noch ein paar Teile. Ich habe jetzt 1 Becher hier stehen für Sachen, die ich aussortiere, die dann doch zu viele Macken haben oder vergilbt sind. Eine Inverted Slope. Die 3665 habe ich da die Schublade, die kann da schon mal rein, dann ist der Becher auch schon mal leer. Und jetzt gucke ich, genau, ich glaube hier für Brackets habe ich noch tatsächlich nichts ausgedruckt. Genau, das heißt die Brackets kommen erstmal nach oben drauf, werden noch nicht sortiert. Ich werde mir aber dann nur als Erinnerung, dass ich, wobei Brackets drucke ich mir gleich aus, davon habe ich hier so viele, da werde ich mir gleich definitiv
was ausdrucken. Diese Sachen hier mit den, wo die Reifen dran kommen, habe ich auch noch nicht. Also ich glaube, aus dieser Tüte hier, das sind alles Sachen mit so C-Clamp. Die werde ich sortieren, weil hier habe ich so ein C-Clamp-Magazin. Genau, und dann schauen wir einfach mal, wie weiter kommt. Ach, guck mal da. Die 1x2 Playgrounds, die habe ich schon. Da hatte ich mir hier so eins reingelegt, dass ich das Etikett brauche. Das habe ich aber tatsächlich schon. Und die normalen Roundplates auch. Das ist ja gut, aber jetzt sortiere ich erstmal C-Clamps. Und ja, nach und nach arbeiten wir uns dann hier durch. So, die nächste vorbereitete Tüte ist leer und obwohl ich schon sortiert hatte, und das ist das, weswegen ich das gut finde, immer zweimal zu kontrollieren und Fehler passieren, habe ich da jetzt noch ein paar Fake-Lego oder Nicht-Lego oder Alternativhersteller, wie auch immer man es nennen möchte, gefunden. Und ich denke mal für die 1x4 Plates wird definitiv auch noch eine zweite Schublade gemacht, weil ansonsten werde ich ständig 1x4 Plates hochladen. Das ist jetzt schon ein bisschen zu voll. Ja, aber das ist ja auch kein Problem. Und dann kommen die Schubladen mit den Stickern oder mit diesem Overflow von dem 1x4 stelle ich einfach noch ein zweites Magazin dann da drüber. Ich habe ja noch genug freie Schubladen und werde ja auch noch mehr frei machen. So. Und ja, von 1x4 Platten kann ich vielleicht sogar noch eine dritte dazu nehmen, bevor ich sie hochlade. Das ist schon eine Menge. Also stelle ich dann auch da drauf. Und ja, 1x3er kommt nicht annähernd so häufig vor wie 1x2 und 1x4. Das heißt, wenn da die eine Schublade hier voll ist, werde ich die dann auch sortieren nach Farbe und hochladen. Und jetzt schnappe ich mir als nächstes hier die 2x-Plates und ja, bei 2x4 und bei 2x2 wird es definitiv so sein, dass ich auch noch eine zweite Schublade mir schnappen muss. Die sind auch schon vorsortiert. Aber ja, weiter geht's. Ja, 19.25 Uhr. Meine Frau bringt die Kinder gerade ins Bett und ich habe unten noch eine Menge sortiert vom Abendbrot und ich brauche definitiv diese 8 roten Magazine noch. Und so wie es aussieht, werde ich wahrscheinlich davon auch nochmal welche nachkaufen müssen, was aber ja gar kein Problem ist. Daran soll es definitiv nicht scheitern. Und ich hatte jetzt, wie gesagt, die Teile, die jetzt nicht so häufig vorkommen, mit hochgenommen. Die mache ich jetzt in der Datei fertig, wie gewohnt. Ich werde die Datei erstellen, die einfach in Becher dann wieder in der Reihenfolge stapeln und dann verteilen. Das ist eine der simpleren Aufgaben. Und danach werde ich mir überlegen, da sind meine ganzen Schalen, was ich als nächstes tun werde. Mal gucken. Da war aber Dreck in der Schale. Nicht schön, warum ist denn hier Dreck drin? Das ist nicht gut. Irgendein Stein hat Dreck drin. Aber das kann schon mal passieren. Ne? Jetzt sortieren wir erstmal, machen das. Das wird nicht vielleicht ein Fünfer. Aber es sind halt Teile, die jetzt nicht so oft vorkommen, die ich aus dem Weg haben wollte. Genau. Und für diese wenigen Teile, die ich jetzt habe, der Becherstapel ist ein bisschen hoch, habe ich dann einfach hier die Kamera befestigt, lege das Ding davor, drücke dann die Leertaste, suche das Part, da haben wir es und wir haben es dann zweimal in Medium Blue, kommt dann in die Datei, eins, zweimal, wir müssen umstellen auf gebraucht, hinzufügen und einmal habe ich es in Dark Purple, so hinzufügen und in Dark Purple gebraucht durchschnittlich 16 Cent das Stück, gar nicht so schlecht. Genau, und so mache ich das dann jetzt halt weiter. Jetzt kommt als nächstes dieser Part hier, den weiß ich, den habe ich auch schon im Store, aber einfach schnell davor legen, einscannen, man kann auch mit der Maus draufklicken, da ist das Item, was ich habe, es ist Dark Bluish Gray und das kommt vor einmal, dreimal, zweimal war es jetzt hier. Aber wie gesagt, nimmt dann unten eine Menge Platz weg und so arbeite ich mich dann jetzt hier durch. Das wird sicherlich für die 4 Schüsseln, die ich mir hochgenommen habe, nicht lange dauern. 7.30 Uhr, gucken wir mal, wie lange ich brauche. So, 19.45 Uhr, alles verteilt bis auf einen Teil, aber der Sticker ist so falsch angebracht.
Das kann ich so nicht verkaufen. Und es waren jetzt nur 88 Teile in 47 Lots. Und da hole ich mir jetzt die Remarks rein, verteile die und dann zeige ich euch gleich einen Upload. Ich gehe gleich von unten nach oben durch, verteile das eben in die Kästen und dann hoffentlich viele neue Lots. So, 19.53 Uhr sind wir fertig. Das ist noch im Keller, in dem UG-Fach, was ich noch nicht umgeräumt habe. Und ein kleiner Anfang mit gebrauchten Stein. Ich hatte 5 Euro geschätzt. Es waren für die 89 Items sogar 8,87 Euro. Das ist absolut in Ordnung. Jetzt muss ich noch einmal gucken. Wobei ich es auch gleich in der Brickster-Datei habe. UG0103, damit ich den Arch direkt nach unten bringen kann. Und es waren immerhin 35 neue Lots. Und genau das ist ja auch das, was ich jetzt mit dem gebrauchten Sortieren erreichen möchte. Ich will jetzt wieder die den Lot-Count höher setzen. Ich bin jetzt über 8000 und mal gucken, was jetzt heute Abend noch ansteht. Erstmal bringe ich das jetzt runter und dann werde ich mir wahrscheinlich erstmal was zu trinken besorgen und auf meine Frau warten. Ja, jetzt haben wir Montag, 14 Uhr, traumhaftes Wetter, nicht, aber ich bin jetzt in den Urlaub gestartet und ich habe eine Bestellung von Christoph, vom Kollegen von Buchbricks, kleiner, aber feiner Store, 1659 Lots, 21 Bestellungen, bislang keine Fans, das ändere ich jetzt direkt mal. Wie gesagt, setzt euch wirklich die ganzen Community Stores, diese kleinen Händler als Favorite und wenn in eurer Wanted List dann einer von uns kleinen Händlern mal oben auftaucht, ich zähle mich auch bewusst noch dazu, ist das doch eine ganz, ganz schöne Sache. Und er hat mir dabei geschrieben, hey, ich darf seine Bestellung gerne zeigen, das mache ich natürlich, allerdings ist das Vlogmaterial jetzt schon ziemlich lang, also zeige ich sie gleich am Ende einmal komplett. Aber er baut wohl den Todesstern nach. Viele Plates auch. Ich muss auch für 2 oder 3 Lots in den Keller gehen. Ich muss mir auch noch was überlegen. Ich habe immer noch unten im Keller die Fächer PU, also für Plate Used. 1 bis 8 sind noch im Keller. Und das Fach UG 1 bis 4, also Used Großteile. Da hatte ich mir schon überlegt, ob ich nicht hier diese Zwischenräume nutzen kann und ähnliche wie hier, wie da sind jetzt so ein paar Muppet-Figuren und sowas drin, dass ich dann hier vielleicht jeweils 2 reinlegen kann, da, da und da, für PUs und UG. Genauso wie hier zum Beispiel der Karton, der hier drunter ist, der könnte ja auch einfach UG sein, den kann ich auch in 4 unterteilen, so wie die Schublade drin war, denn an diese Fächer muss ich ja selten ran. Da überlege ich mir aber noch was für. Ich packe jetzt auf jeden Fall erstmal seine Bestellung, zeige sie euch dann. Dann haben wir noch einen Zahnarzttermin mit den Kindern nachher. Und dann wollte ich auf jeden Fall 2 weitere Bestellungen noch packen, die über IBAN bezahlt wurden, weswegen die noch nicht gepackt sind. Da habe ich an meinen Term stehen, IBAN nach Geldeingang. Aber das ist kein Problem, denke ich. Also ich habe insgesamt 3 Bestellungen jetzt zu packen und ich wollte natürlich noch gebrauchte Steine weiter sortieren und hier wieder bisschen Ordnung machen. Vor allem hier die Polybags habe ich immer noch nicht alle wegsortiert. Zumindest der Osterhase wird ausgepartet. Ich denke mal, die anderen Polybags, die ich hier nur einmal habe, die lege ich mir dann erstmal zurück. Da ist wieder einer von Joshuas Lieblingsstein. An das Fach geht er immer ran. So. Aber jetzt packe ich dann wirklich die Bestellung eben. Nicht nur die, aber unter anderem diese hier, die ich gestern erst eingestellt habe, hat er schon nicht alle 12, aber zumindest 4 von gekauft. Und da sieht man mal wieder, das Einstellen lohnt sich und kann sich auch sofort rentieren. Es sind schon mal wieder 4 Teile von weg. Ansonsten ist es bisher Todesstern typisch, Dark Red, Grau und Schwarz. Da ist die gesamte Bestellung. Einmal habe ich eingeschweißt, weil ich die 16er Bricks nicht in Zipbeutel, zumindest nicht so easy reinbekommen habe. Deswegen habe ich eine Tüte geschweißt. Alles andere, ich muss mal gucken, passt das von der Höhe her? Na, ich glaube, die Platten teile ich noch auf 2 Tüten auf, sonst beschädigt das nachher den Karton. Aber natürlich da, Todesstern baut er. Eine Menge graue Platten, Dark Bluish Gray, Public Modifieds, noch ein paar normale Bricks. Und das hier sind die 3 gebrauchten Tüten. Natürlich typisch für den Star Wars Todesstern. Die Lavender Bricks dabei. Und ja, viele Plates, viele Plates. Aber ja, diese Todessternmodelle sind ja, mir gefallen sie optisch tatsächlich überhaupt nicht, aber sie haben auch was Cooles. Na, aber ich bin ja eh nicht der größte Star Wars Fan der Welt. Mir passt dann eher hier Marvel, wie man sieht. Aber gut, danke für deine Bestellung. Viel Erfolg mit deinem Store und ich glaube, ich mache da noch einen kleinen Short zu.
Und dann schicke ich die Bestellung auf den Weg. So, Schublade richtig wieder zu. Die Farbe gefällt mir auch jedes Mal, wenn ich an der Schublade vorbeilaufe. Ich weiß nicht wieso, mir gefallen die Pflanzen in der Farbe. Ja, und während ich die Bestellung von Christoph eben gepackt habe, vom Buchbricks, haben wir vom Frank eine Bestellung bekommen und er hat geschrieben: Hallo Dennis, meine erste Bestellung auf Bricklinks. Ich schaue wie viele andere auch deine Videos. Du hast mich jetzt angewichst zu meinem kleinen stationären Laden. Ich handle mit Modelleisenbahn, Klemmbaustein und auch einen Bricklink-Shop plant hier zu eröffnen. Die Minifiguren, die bestellt hat, sind aber für seine private Sammlung. Vielleicht bleibt man in Kontakt. Schöne Grüße aus dem Norden. Und zum Thema in Kontakt bleiben habe ich ja ihm auch schon geantwortet. Da ist unser Discord wirklich das Beste, nicht nur mit mir in Kontakt zu behalten, sondern wirklich mit auch anderen Gleichgesinnten. Gekauft hat er einmal hier drei Castle-Figuren. Einmal hier diesen Forestman, hier oben mit dieser roten Feder, Köcher und ein Schnurrbart hat der Gute. Dann hat er aus dem aktuellen Lion Castle hat er hier den Ritter, der keinen Helm hat, sondern die schwarzen Haare. Dann haben wir einmal hier diesen Bürger, auch aus dem Castle. Dann hat er noch bestellt, oder dann kommen nur noch Muppets. Und zwar hier einmal Beaker. Moment, da ist Fossibier. Wir haben den Swedish Chef. Wir haben Dr. Bunsen, die Janice und, ach, da muss ich den Namen ablesen, genau, Rolf the Dog. Das sind alle seine Figuren, machen sich auf den Weg, dann bekommst du natürlich auch deine Bewertung. Ja, Modelleisenbahnen habe ich auch ein paar, ist auch ein schönes Thema und dann wünsche ich dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Store und ja, viel Spaß bei der Erweiterung der Sammlung mit den Figuren hier. Muppets habe ich echt lange nicht mehr verkauft und jetzt so viel auf einen Schlag, freut mich natürlich. Die meisten sind auch ausverkauft, nur noch den Swedish Chef und Dr. Bunsen habe ich jetzt so hier, wobei ich noch ein paar 6er-Packs, glaube ich, in Reserve original verpackt habe. Jawohl, mittlerweile Montagabend, 19 Uhr und 11 Minuten. Mein Ziel für jetzt ist, ich habe gedacht, immer nach links rüber packen, ist ja auch, muss ja nicht sein. Ich habe jetzt hier schon Platz. Das heißt, die Magazine werden gleich eins nach hochrutschen. Die Wand soll ja dann die ST-Wand bleiben, weil ich ja hier ST 1, 2 und 3 habe. Das heißt, ich werde jetzt schon mal eins der Stanley-Magazine packen. Am Schreibtisch mit ST 04 beschriften, 1 bis 30. Und dann kommt das Magazin S 05 in ST 04. Wie gesagt, das rutscht ein nach oben. Und dann wird der Kasten beschriftet für die nächsten gebrauchten Steine unten. Und so werde ich jetzt nach und nach weiterarbeiten. Dann sind die Wechselwege sehr kurz. Und dann ist das Ziel heute Abend, dass ich noch, also das Magazin beschriften, eine Kiste rumpacken. Eventuell möchte ich heute auch noch eine Bestellung packen. Zur Not packe ich das morgen Vormittag, wenn die Jungs im Kindergarten sind, dass ich, wenn wir sie abholen, die Post dann wegbringen kann, weil zwei Bestellungen habe ich noch. Und ja, aber wie gesagt, dann jetzt gleich werde ich erstmal den Vlog beenden. Ist schon wieder lange genug, dann kann ich ihn jetzt am Montagabend noch hochladen. Ich denke mal, morgen kommt ein Haul-Video. Auf Amazon gibt es gerade eine 3-für-2-Aktion. Ich weiß nicht, wie aktuell das ist. Da habe ich noch mal ein paar Sets bestellt, die dann kommen. Da sind noch zwei Amazon-Pakete, aber aus einer anderen Aktion. Ich glaube, das ist das Star Wars-Set und dieses Kirschblüten-Set, was ich da bestellt hatte. Und ja, genau. So machen wir es jetzt erstmal. Aber erstmal beschrifte ich das Magazin. Und dafür kann ich hier wieder am PC, der ist ja im Moment dauerhaft an für das Synchronisationsprogramm. Jetzt ein paar Tage lang lief Brick Owl bei mir richtig gut. Und jetzt gerade ist es schon wieder so ein bisschen schleppend. Genau, da schreibt gerade schon einer. Amazon gegen Thalia heute. Die haben beide so eine 3-für-2-Aktion, die man sicherlich nutzen kann und ich auch genutzt habe. Mit der App hier ist das ganz simpel. Ich schreibe hier einfach ST0401 hin, markiere dann die 01 hier hinten. Da seht ihr das NAM. Da bin ich dann auf Nummerierung gegangen, Zähler und 30. Und wenn ich dann jetzt auf Drucken gehe, ich muss den Drucker natürlich noch einschalten, dann seht ihr, da macht der ST0401 bis 30. Da gehe ich dann jetzt auf Drucken. Und während der hier ausdruckt, ich habe ja hier, die sind ja bis zum Boden gestapelt. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück tatsächlich. Genauso viele, wie noch ausgetauscht werden müssen. Also ich habe Platz, wenn die nächste mal für 15 Euro oder weniger zu haben sind, in einem guten Angebot, werde ich mir davon dann nochmal welche holen. Da ist noch mehr als genug an Platz an der Wand. Ja genau, das packe ich jetzt erstmal aus. Und ja, dann
geht's weiter und dann werde ich den Vlog gleich auch beenden. Genau, und jetzt zum Abschied vom Blog ein kleiner Teaser. Das habe ich ja im Haul-Video vor einiger Zeit gesagt. Das sind hier gute 400 Gramm Minifigurenteile, die ich für 80 Euro gekauft habe. Hier ist einiges nicht richtig zusammengesetzt oder die Prints sind defekt. Wir haben manchmal Macken drin. Trotzdem gehe ich davon aus, ich bin mir nicht sicher, das wird dann selber so ein kleines Self-Experiment, ob wir zum Beispiel die Figur, da ist alles kaputt, also außer die Hände können wir davon nichts mehr verkaufen. Vielleicht noch den linken Arm, wenn der ordentlich aussieht, aber alles andere ist hier wirklich defekt. Aber ich wollte das dann so machen, Dienstag oder Mittwochabend, also morgen oder übermorgen, dass wir, dann hole ich den Laptop hier hoch und dann machen wir einen schönen Livestream. Und dann werde ich auf dem Laptop über Brickstore eine Datei erstellen, wo wirklich jedes einzelne Teil dieses 400 Gramm Minifiguren-Konvolutes, was noch verkaufbar ist, da seht ihr schon, der Kopf ist komplett kaputt, aber alles, was noch verkaufbar ist, wird verwertet werden. Ob es einzelne Arme sind, ob es die Hände sind, vielleicht ist auch die ein oder andere ganze Figur noch dabei, zum Beispiel diese Rock Raiders-Figuren hier, die sehen noch relativ gut aus. Aber einzelne Ninja-Helme, Mützen, Torsos, Haarteile, Beine, wie gesagt, zur Not einzelne Hände oder die Minifigurenteile, die Köpfe einzeln. Alles, was brauchbar ist aus diesem 80-Euro-Konvolut, werden wir in eine Datei packen, in einem Livestream und werden dann gucken, machen wir Minus mit diesem Konvolut, kommen wir bei Plus, Minus, Null in etwa raus oder machen wir Gewinn, obwohl hier wirklich so viele beschädigte Sachen drin sind. Und ja, da bin ich selber sehr gespannt drauf. Ich kann es noch nicht so einschätzen, weil ich noch nicht so viele von diesen Konvoluten gemacht habe. Hier zum Beispiel, das ist eine Figur, da sieht der Torso noch wirklich gut aus. Der Helm ist allerdings so zermackt, das heißt, den Helm würde ich zur Seite tun. Kopf und Torso und Beine sehen gut aus. Muss man natürlich noch gucken, ob da Cracks drin sind. Aber das steht dann für morgen oder übermorgen auf der Liste. Da könnt ihr dann gerne live einschalten. Und mein Plan ist dann, dass wir hier über die GoPro, die ich mir hier hinstelle, dass ihr dann immer seht, was ich gerade am Sortieren bin. Mit der kleinen Webcam könnt ihr dann mein Gesicht sehen. Und am Laptop mache ich die Datei fertig. Und dann kann man ja zwischendurch immer mal so einen Screenshot-Update machen. Oder ich sage dann, mache dann alle 10, 20 Scans einmal so einen Preischeck, 6 Monatsdurchschnitt der gebrauchten Figuren. Und wir gucken, wo wir rauskommen. Wird sicherlich interessant und natürlich wie immer in meinen Livestreams dabei. Es geht nicht auf Zeit, wir müssen uns nicht beeilen, wir können dann auch mal ganz in Ruhe gucken. Kommen noch Fragen oder Ideen oder hat jemand noch eine Frage zu Bricklink und ich kann live mal was erklären und da finden wir dann sicherlich noch eine Möglichkeit, dass wir da den Abend gemeinsam ganz gut verbringen. Jetzt höre ich aber auf, hier reinzuschieben, sonst kann ich nachher noch Preise schätzen. Ich habe es mir nämlich noch wirklich noch gar nicht angeguckt. Und dann lassen wir uns einfach überraschen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen, arbeite jetzt da weiter. Dann wird sicherlich noch ein bisschen was Gebrauchtes heute hochgeladen. Aber ja, es ist vor allem im Moment viel immer noch mit dem Umbau zu tun. Ich bin auch froh, wenn das Projekt irgendwann abgeschlossen ist, dass ich die Wand komplett mit Stanleys voll habe und dann wirklich wieder jeden Tag oder jeden zweiten Tag ans Uploaden kann. Im Moment ist noch viel Verwaltungsarbeit, nenne ich es einfach mal.